Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Draft of Rockleys. Kommentare kommentieren nicht ganz, sondern Kämpfe kommentieren. So ist es richtig. Wir kommentieren heute wieder die Kämpfe der anderen Teilnehmer meiner kleinen Discord-Liga nach. Übrigens, falls diese Season vorbei ist, startet natürlich dann auch darauf die zweite Season mit ein bisschen Abstand. Falls du da auch Bock drauf hast, komm gerne auf mein Discord. Link in der Videobeschreibung, relativ weit unten vorzufinden. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Kämpfe. Leute, wir haben hier Roggi versus Kano. Und Kano ist ja aktuell nicht so gut dabei. Roggi ist ein starker Spieler, deswegen... dieses Kurtel, es ist wieder dabei natürlich, aber diesmal haben wir hier nur Lepomentas als Bizarro-Raumsatte dabei, glaube ich. Auf jeden Fall sehen wir auf der Seite von Roggi hier noch Durengard, Kurtel, Diktrik, Schlapfel und natürlich auch Piondragi. Auf der Seite von Kano sehen wir Infernopods, Medbo, Gigasmedbo, Kassadur, Terrakium, Giflor und Togekiss. Ja, also Feuerschwäche ist auf jeden Fall on point an dem Team. Aber er hat ja Infernopod theoretisch mit Feuerfänger, was das ganz gut ab kann. Aber natürlich gegen ein Team, was Kurtel beinhaltet, trotzdem recht gefährlich. Wir fangen an, wir starten rein in den Kampf. Ich bin gespannt, ich bin hyped. Wir sehen mal. Kurtel ist der Lead gegen Infernopod. Die Sonne kommt natürlich raus. Und hier kann man erstmal die Feuerpeitsche zünden, was auf jeden Fall stark ist. Aber es werden auch eher die Tarnsteine erstmal gelegt, was auf jeden Fall stark ist. Nochmal Feuerpeitsche und Kurtel. Hier kam mir Abschlag. Ja, und Kurtel verliert sein Item, ist fast tot. Und die Anziehkraft hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Hier kommt nochmal die Feuerpeitsche, die natürlich in der Sonne verstärkt wird. Aber dank Speckschicht und neutraler Treffer und so weiter ist es nicht ganz so krass. Hier kommt der Blutsauger und Infernopod ist wieder gut fit. Auf jeden Fall kommt jetzt hier ein Sub. Ja, vor was sollte man hier rausgehen? Weiß ich nicht. Kann man erstmal eine Feuerpeitsche drücken. In der Sonne ist die natürlich ordentlich. Hier kommt ein Schwertanz. Aber Infernopod kann hier nochmal mit einer Feuerpeitsche zuschlagen. Was auf jeden Fall interessant aussieht. Hier kommt der Abschlag, der Infernopod einfach tötet und die Offensivweste abschlägt. Na gut. Kassadur kommt jetzt rein. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Sollte ganz gut passen. Knockoff kommt. Und Kassadur kann jetzt hier mit der Lizid fast einen Kill holen. Tja, das war dann wohl nichts. Aber mit dem Knockoff stirbt sowohl Kassadur als auch Piondragi. Na gut, jetzt kommt Diktri rein gegen Smedbo. Jetzt kann man eine Steinkante drücken, wenn man das will. Ja, die Steinkante kommt auch und tötet auch Smedbo in der Gigaform. Und das ist eine Menge Schaden gewesen, sage ich. Jetzt kommt die Terrakium rein und da geht man auf Lepomentas. Kann den Nahkampf hier ganz gut ab, auf jeden Fall. Lepomentas ist auch ein stabiler Switch in den Terrakium. Und da geht man natürlich raus auf Giflor und es kommt die Psychokinese. Ja, hätte man sich denken können. Und damit ist auch Giflor raus. Lepomentas holt sich hier einen Kill, ist doch ordentlich. Jetzt kommt Togekiss rein und will hier auf jeden Fall mal eine Ecke flinchen. Das passiert aber nicht an der Stelle. Ein bisschen unlucky für Kano, aber naja. Jetzt kommt die Durengard in den Luftschnitt rein, während Togekiss noch toxiniert wurde eben, das habe ich gar nicht erwähnt. Jetzt kam hier der Flammenwurf und man kann hier mit einem Eisenschädel Togekiss rausnehmen. Ist ja eigentlich irgendwas getriggert? Nein, ist nichts getriggert. Jetzt geht man hier erstmal auf Königsschild, was auf jeden Fall gut ist. Ja, und es kommt, ja, es kommt halt der Steinhagel, der macht hier nichts, er flincht. Natürlich, der Luftschnitt. Das ist ja lächerlich. Das ist ja komplett lächerlich. Der Luftschnitt flincht nicht, 60% Chance zu flinchen, aber der Steinhagel mit 30% flincht gleich zweimal. Dann kommt Diktri rein und finisht an der Stelle Terrakium. Ja, ich sag so. Kano und die Hex. Kano und die Hex, man kennt sie. Aber man muss auch sagen, einmal gegen Egelsamen daneben, sonst wäre Kassadur nicht so früh gestorben. Wenn die getroffen hätten. Auf der anderen Seite hätte man vielleicht auch einfach mit irgendwas angreifen können, falls Kassadur irgendwas hatte zum Angreifen, was nicht unbedingt missen kann, Gyroball oder so. Und dann hätte man da vielleicht noch ein bisschen was machen können, aber so ist es natürlich schwierig an der Stelle. Ja gut, damit gewinnt Roggi 4:0. Ich sag mal GG an beide Parteien und ja, ich sag so, Roggi ist halt ein starker Spieler, Kano ist halt eher so Eher so ein, naja, CP-Neuling könnte man vielleicht sagen. Vielleicht ist das der richtige Begriff. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Roggi halt ein sehr, sehr starker Spieler. Und damit war das Ergebnis fast schon abzusehen. Aber man weiß ja nie. Deswegen auf jeden Fall dennoch interessant.
Ja, GG an beide Parteien und wir gucken jetzt in den nächsten Kampf. Ich bin gespannt. Und der nächste Kampf verspricht doch etwas interessanter zu werden, Leute. Na, das kann doch was werden. Wir haben hier Skylani gegen Florges Hasamashi. Wir sehen hier auf der Seite von Skylani Libeltra, Rotom in der Rasenmäherform, Jirachi, Glaziola, Flapple, also Trapfel, und auch noch Skelabra, starkes Team auf jeden Fall mit Jirachi, Skelabra, Trapfel, sehr, sehr stark. Und auf der Seite von Mashi sehen wir hier Fletiamo, richtig? Keifel, Riffex, Libalo, ja, Libalo, genau, Gastrodon und Keldeo, auch hier ein starkes Team auf der Seite von Mashi. Ich glaube, Mashi hat Giga-Riffex und ich glaube, Skylani hat Giga-Trapfel, aber ich müsste lügen, wenn ich behaupten wollen würde, dass das richtig ist. Nun, springen wir lieber schnell in den Kampf. ja, hier kommt Rotom als Lead und Libalo als Lead. Meine Güte, hier kann man natürlich easy den Feuerball drücken, aber man geht hier eher auf eine Kehrtwende. Hätte ich genauso gemacht an Mashis Stelle, weil das war einfach zu predictable. Und ja, jetzt kann man Keldeo hier reinschicken. Und da rein switchen zu finden ist natürlich erstmal nicht so easy. Hier kommt Jirachi rein, frisst einen Eissturm. Ich sag, weiß nicht, ob das so geil war. Aber wir sehen hier die Überreste. Und jetzt kommt nochmal das Siedewasser. Ja, kann burnen, aber tut es an der Stelle nicht. Es kommt die Kehrtwende. Und jetzt muss man natürlich irgendwas finden, was man hier reinschicken will. Und ich denke, Libeltra ist da auf jeden Fall eine gute Wahl. Ja, doch, das sehe ich auf jeden Fall. Und jetzt wird hier Glaziola reingeschickt. Und Mashi ist eiskalt und bleibt einfach drin. Er bleibt einfach drin. Ja. Kommt eine Aurasphäre und die killt Glaziola. Wow. Hat Glaziola nicht eine gute Spätstef sogar eigentlich? Aber gut. Ja, jetzt kommt hier der Apfel rein, geht in die Giga. Icy Wind kommt und killt fast einfach. Das ist ja unfassbar. Aber jetzt kann man natürlich mit Max Airstream erstmal Keldeo töten, was gut ist. Und seine Initiative wieder auf plus minus 0 setzen, was natürlich auch gut ist. Aber Keifel kann mit dem Eissplitter jetzt sehr wahrscheinlich theoretisch killen. Aber Skylani geht tatsächlich raus. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Wenn jetzt hier natürlich ein Erdbeben kommt, ist RIP, aber nein, es kommt der Eissplitter. War auch der sicherste Play, den Mashi hier machen konnte. Ansonsten hätte es sehr, sehr gefährlich werden können. Und jetzt kommt das Erdbeben auf Jirachi, der aber vorher noch einen Wunschtraum rausgekriegt hat. Ein Wechsel hier wäre besser gewesen auf Rotom, denke ich. Und jetzt geht der Wunschtraum ins Leere. Ja. Und Rotom kann hier erstmal den Delegator rausholen. Ja, gut, why not, why not? Ah ne, der Wish kommt jetzt erst. Okay. Gut, dann, gut. Jetzt kommt hier die Matschbombe, die hier sehr effektiven Schaden macht, die sehr, sehr guten Schaden macht. Und der Resistete Blattersturm macht nicht mal 50%, das ist sehr traurig. Und Reflex geht in die Giga, was sehr cool aussieht. Wow, sieht sehr cool aus. Und geht auf den, Dynam-Gift-Move und, pusht seinen Spezialangriff damit, ja. Genau, das ist das Ding. Jetzt kann natürlich Libeltra hier reinkommen und Erdkräfte drücken und das war's aber sowas von für Reflex. Nun, das, ja. Gastrodon kommt jetzt hier rein und will was genau machen. Ich bin gespannt, vielleicht ein Toxin oder so. Nein, einfach Erdkräfte. Die werden resisted vom Apfel. Deswegen kann der Apfel hier nochmal auf eine gute alte Pflanzenattacke gehen. Aber da kommt Fletiamo, der Goldkopf. Der gute alte Goldkopf. Und wow. Gravitation misst. Heißt das Gravitation? Ich glaube, ne? Das misst einfach. Und der Spukball killt hier, ja. Okay. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall Skelabra wieder rein, frisst hier auch wieder einen Spukball, der nicht ganz killt, obwohl es ein Crit war sogar. Triggert damit aber den Schwächenschutz, was interessant ist. Und es kommt aber nur ein Toxin, wow. Warum Toxin? Hat er vielleicht mit dem Gastrodon Switchout gerechnet? Maybe, ne? Ah, das war natürlich verschwendeter Schwächenschutz an der Stelle, aber okay, macht man eben nichts. Und jetzt kommt hier der Draco Meteor. Wow, das ist gewagt. Das ist gewagt, jetzt auf minus Spätzangriff zu gehen. Das ist sehr gewagt. Aber die Ice Shard killen sowieso. Okay, also der Eisblutter killt sowieso. Das ist natürlich crazy. Da hat das Monster Arbeit gemacht zum Schluss nochmal. Keifel holt sich hier den letzten Kill mit dem Eissplitter, mit der Prio gegen Libeltra. Das ist unfassbar, wie viel Schaden das raushaut, wenn man so eine Vielfachschwäche hat. Okay. Ja, GG an beide Parteien, 13-0 für Mashi. Ich weiß nicht, ob das optimal war, mit Jirachi in Keifel drin zu bleiben, weil das Erdbeben ja doch schon sehr predictable war. Da hätte man durchaus rauswitchen können auf Rotom. Und Keifel will in Rotom nicht drin bleiben. Da hätte man da schon den Delegator aufsetzen können. Hätte dann
so spielen können, wie man es eben gespielt hat. Ja, war vielleicht nicht hundertprozentig optimal, auch Glaziola in einem Kampf-Pokémon drin zu lassen, war vielleicht nicht ganz optimal. Da muss Galani vielleicht sich noch ein bisschen mehr trauen zu switchen, weil die Kampfattacke war sehr zu predikten. Und warum nicht aufs Galabra gehen und dann die Wasserattacke predikten und dann auf Rotom und dann will Dings nicht drin bleiben vielleicht. Ja, ist kritisch. Keldeo ist halt ein starkes Mon, womit man auch erstmal klarkommen muss, auf jeden Fall. Und ja, ich sag so, das waren zwei Kämpfe, die wir heute angeguckt haben. Beide waren, also der erste, also eben der Kampf, der war schon vom Skill-Level, glaube ich, relativ unausgeglichen. Hier war es eher ausgeglichener, aber Marschi hat eben mit Libalo und mit Keldeo und Gastrodon, ja, Gastrodon jetzt nicht unbedingt, aber er hat schon ein starkes Team. Ja, GG, ich würde sagen, das war's für heute. Zwei Kämpfe sind noch offen, die gucken wir uns morgen an und da bin ich doch mal sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. 12 Uhr pünktlich. Bitte zum Mittag gucken. Ne, beim Essen. Und wie gesagt, falls ihr selbst mal mitmachen wollt in Season 2, kommt gerne auf meinen Discord. Joint da drauf. Und alles Weitere erklärt sich dort quasi wie von selbst. Wir sehen uns dann wieder, liebe Leute. Bis dahin. Alla. Und ciao.